So, hallo meine lieben Freunde auf YouTube. Hier ist er wieder, euer Torg. Und mit dabei habe ich das Spiel Beyond a Steel Sky. Ja, hier sind wir stehen geblieben das letzte Mal. Schauen wir mal die Toilette an. Und das war ein Stiefelabdruck. Seltsam. Jemand war auf den Toilettensitz gestiegen. Also war Graham ein Reinigungsaufseher? Ich musste wissen, für wen er arbeitete. Ein Fehler würde mich sofort verraten. Okay. Dann klettern wir mal hoch. Na? Na, vor dem Fenster hatte jemand eine Dose versteckt. Wenn ich das Fenster aufbekam, könnte ich diese Dose erreichen. Aha. Gut, was haben wir hier noch? Medizinischer Scanner. Benutzen. Willkommen zurück, Graham. Zeige Ihre Gesundheitsgrafik an. Danke, dass Sie regelmäßig zur Kontrolle kommen. Okay, gib uns einen Ratschlag. Hast du noch einen Rat für mich? Wussten Sie, dass Stürze beim Gehen eine der Hauptursachen für Unfälle in Union City sind? Aha. Denken Sie daran. Auch kurze Reisen sind mit Monopod immer sicherer und praktischer. Danke. Gern geschehen, Bürger Graham. Das war's erstmal. Immer schön lächeln. Genau, immer schön lächeln. Ich bin gesünder als Graham. Okay. So. Untersuchen. Verlockend. Aber ich hatte diesen Monat schon gebadet. Gut. Dann gehen wir mal hier in die Wohnung rein. Und gucken uns mal ein bisschen um, ne? Hochzeitsfoto. Das sah aus wie Graham und seine Frau bei ihrer Hochzeit. Sie wirkten hoffnungslos verliebt. Amethyst oder purpurnes Glas? Wie auch immer, das sah teuer aus. Die Trophäe? Sportgymnastik, erster Platz. Märchen, Liebesromane, Kunstbände. Sportausrüstung. Ein Regal voller alter Sportausrüstung und Trophäen. Bitte entschuldigen Sie. Chipworth? Hallo, Master Graham. Erzähl mir von dem Mentor. Als hochrangiger Beamter des Wohlergehensministeriums ist er sicher hier, um das Wohlergehen dieses Haushalts zu bewerten. Wohlergehen? Gesundheit, Geselligkeit, Arbeitszufriedenheit, das Übliche, Sir. Wiedersehen, Chipworth. Einen wundervollen Tag, Sir. Einen wundervollen Tag, Sir. Die Bäume im Gap waren nicht so hübsch, aber dafür echt. Also ich finde ihn super, den Bonsai. Auch wenn es so ein Hologramm ist, ich finde ihn klasse. So, was haben wir hier noch? Feuer. Schranktür öffnen. Nein, da kann man nichts auswählen. Dann laufen wir mal ein bisschen schneller. Da hinten rein. Okay. Es roch beißend scharf nach Chemikalien. Medaillen untersuchen. Eine eindrucksvolle Medaillensammlung für alles von Tapferkeit bis Dienstjahre. Die meisten Medaillen stammten aus einer Zeit vor meiner Geburt. Ein Schwert? Die Klinge war gesprungen. Ein Heli des Sicherheitsdienst. Ich hatte immer noch Albträume von denen. Ich war schon zweimal mit so einem abgestürzt. Das wollte ich kein drittes Mal erleben. Ein detailgetreues Modell der Landzüge von den Stadtmauern. Entwicklerflüssigkeit und Wannen. So etwas hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Nun gut. Okay, hier noch ein paar Schuhe. Die Schuhe verraten einem viel über einen Mann. In diesem Fall, dass er keinen Geschmack hatte.
So, was haben wir hier im Drucker? Minus Terminal. Ja, Minus Terminal benutzen. Willkommen bei Minos. Der Rat bestand aus 5 Ministerien. Jedes Ministerium hatte sein eigenes Logo und Farbschema. Die Farbe seiner Uniform wies Graham als Mitarbeiter des Komfortministeriums aus. Ich wusste einiges über Grahams Arbeit und Gesundheit, sollte aber wohl noch mehr über seine Kudos in Erfahrung bringen. Die Tabelle zeigte, dass Grahams Kudos-Anzahl kürzlich gesunken war, was wohl zu dieser schnellen Verschlechterung geführt hatte. Ich hatte in Grahams Wohnung alles in Erfahrung gebracht, was ging. Hoffentlich reichte das. Okay, hoffentlich reichte das. Dann machen wir hier mal beenden und wir gehen ab in den anderen Raum, wo wir bisher noch nicht reingekommen sind. Aber jetzt, dank den ganzen Informationen. Um den Mentor zu überzeugen, ja, musste ich sicher gehen, dass ich genug über Graham wusste. Genau. Weiter umsehen oder das Schlafzimmer betreten, ne? Na? 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 Ich konnte sie nicht länger warten lassen. Von jetzt an musste ich Graham Grundy, der Reinigungsaufseher, sein. Liebling, ich dachte, du wolltest dich frisch machen. Wollte ich, aber ich habe dich so vermisst. Ach, Graham, du Romantiker. Aber küss mich bitte nicht, bevor du geduscht hast. Würde mir nie einfallen. Ich wollte nur nicht, dass Alonso meine Liebste noch länger in Beschlag nimmt. Wenn das so ist, fangen wir an. Natürlich. Sollen wir uns in die Lounge setzen? Jetzt galt es. Jetzt galt es. Okay, Leute, jetzt wird's spannend. Also, Mr. Grundy. Mentor Alonso, was möchten Sie wissen? Ah, Sie kommen gleich zum Punkt. Das gefällt mir. Wie ich Ihrer Gattin gerade erklärt habe, gab es zuletzt ein paar Probleme mit Ihrem Aktivitätenregister. Probleme? Was meinen Sie? Ich gebe Ihnen einen Rat, Mr. Grundy. Überlassen Sie einfach mir die Fragen. Oh. Also, während Ihr Register geladen wird, für welches Ministerium arbeiten Sie gleich? Komfort. Ich bin Reinigungsaufseher. Ja, natürlich. Ach, da haben wir's. Graham Grundy, 42, Reinigungsaufseher. Hey, ich bin auch 42. Was für ein Zufall. Reinigungsaufseher brauchen ein Gesundheitszertifikat der Klasse C. Ist Ihre Gesundheitseinstufung also ausreichend? Ich hatte nachgelassen. Aber jetzt ist es wieder Klasse A+. Aha, ausgezeichnet. Sehr gut. In diesem Fall kann ich Sie arbeitsfähig schreiben, falls sonst kein Problem besteht. Natürlich hat Ihre Abwesenheit das Kudos-Level durch Schwankungen beeinflusst. Momentan sind Sie auf C+. Früher waren Sie viel höher. B+. Ich habe in der Akte kein Plus gesehen. War wohl mein Fehler. Gut, das ist alles, was ich abhaken muss. Nichtsdestotrotz biete ich Ihnen jede zusätzliche Hilfe und Führung an, die Sie brauchen. Mentor? Wenn jemand einfach so verschwindet, liegt dem meist ein Problem zugrunde. Und als Mentor betrachte ich mich gern als Problemlöser. Natürlich. Danke für Ihre Besorgnis. Also, gehen wir dieser Verwirrung auf den Grund. Graben wir etwas tiefer, Tiefer? Ja, gut. Unbedingt, Mentor. Erzählen Sie mir von Ihrem Arbeitsplatz. Läuft dort alles gut? So, mal schauen. Die Landzuganlage? Das ist ein angenehmer Arbeitsplatz. Das glaube ich gern. Abteilung für Landzüge und außerstädtischen Handel. Oh ja, ich bin vollauf zufrieden. Wir sind uns Ihrer Verdienste natürlich bewusst, Mr. Grundy. Aber hier ist die Krux bei der Sache.
Ihre Abwesenheit. 15 Tage sind eine lange Zeit. Deshalb kümmert sich das Ministerium um diese Angelegenheit. Wir sind um Ihr Wohlergehen besorgt. Mir geht es gut. Besser denn je sogar. Sehr schön. Apropos Gesundheit. Sie hatten letztes Jahr eine Operation. Erzählen Sie mir von Ihren Implantaten. Funktionieren sie gut? So, was haben wir hier? Haar, Herz, Brust. Ah, da hinten zeigt er an. Herz, okay. Dann machen so, wir das auch. Sie meinen meinen Herzregulator? Nur keine Sorge. Wie man sieht, habe ich Rhythmus im Blut. Also, wenn man sich Ihre Krankenakte so ansieht, sind Sie bemerkenswert gut in Form. Ihr psychisches Wohlergehen ist uns natürlich ebenso wichtig. Wie geht es Ihnen bei Ihren recht eigenwilligen Hobbys? Okay, Hobby ist Fotografie, ne? Ja. Sie meinen meine Fotografie? Genau, ja. Das Gefühl von altmodischen Analogkameras ist unvergleichlich. Offenbar. Sie haben ein Auge für Bildkomposition. Auch wenn ich Ihr Interesse an dieser archaischen Technologie sonderbar finde. Dass Sie lieber mit Knöpfen hantieren, anstatt vom Ministerium empfohlene Filter, Stabilisatoren und Autoarchive zu nutzen. Alles dank meines. Wenn wir Ihre Werke nicht sehen können, wie können wir dann daran teilhaben? Naja, ich mag eben Herausforderungen. Das glaube ich gern, Graham. Nun, ich habe weitere Termine, also müssen wir unseren Plausch leider beenden. Es war mir ein Vergnügen, Mentor. Ganz meinerseits. Und vielleicht können Sie mir jetzt sagen, wo Sie die letzten 2 Wochen waren. Was? Gut, ja. Wo war ich die letzten 2 Wochen? Nun? Okay, also die letzten 2 Wochen. Da habe ich in der Landzuganlage gearbeitet. Geputzt. Ich bin ein Reinigungsaufseher. Und während ich putzte, habe ich mir wohl den Kopf gestoßen. Dann bin ich wieder aufgewacht. Immer noch im Zug. Und mitten im Nichts. 2 Wochen später kehrte der Zug in die Stadt zurück. Und zwar sauberer als je zuvor. Mein armer Liebling! Was für eine schreckliche Sache! Ich glaube, ich habe alle Antworten, die ich brauche. Was für ein Glück. Sie sagen es, Mr. Grundy. Also, danke für Ihr Kommen. Nur noch eine kleine Sache. Einige der Ergebnisse sind nicht ganz normal. Nicht normal? Das klingt nicht gut. Es ist bestimmt unwichtig. Aber beim Scan Ihres U-Chips erhalte ich seltsame Werte. Wissen Sie warum? Vielleicht wurde er beim Sturz beschädigt. Ah ja, natürlich. Daran liegt es wohl. Das habe ich bisher nur einmal erlebt, als ein U-Chip manipuliert worden war. Aber so etwas würde ja wohl niemand tun, oder? Manipuliert? Ich wusste nicht einmal, dass das möglich ist. Graham ist ein Aufseher, kein Aufrührer, Mentor. Ja, ein Aufseher, kein Aufrührer. Bei Sturz beschädigt. Analyse anfordern. So, perfekt. Ich habe alles, was ich brauche. Fein. Chipbot geleitet Sie hinaus. Chipworth, Liebling. Liebling. Kleiner Witz von mir. Chipworth. Guten Tag, Mr. und Mrs. Grundy. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Ich weiß nicht, wer du bist oder was du mit Graham gemacht hast, aber ich glaube, er hat es uns abgekauft. Hoffentlich. Ich glaube nicht, dass wir ein zweites Mal damit durchkommen. Ich auch nicht. Wenn irgendwas mit Grahams U-Chip nicht stimmt, solltest du das schleunigst in Ordnung bringen, bevor Alonzos Analyse da ist. Wer bist du überhaupt? Wo ist Graham? Bist du dieser Kontakt, von dem er immer spricht? Was immer Graham vorhatte, es hatte ihn umgebracht. Ich musste seiner Frau die Wahrheit sagen. Es ist nicht leicht, das zu sagen. Ich fürchte, Graham ist tot. Was? Wie? Wo?
Ich habe ihn im Gap gefunden. Im Gap? Was hat der Idiot denn im Gap gemacht? Da hat er sich also immer hingeschlichen? Mann! Ein Kind, Milo, ist aus einem Dorf dort draußen entführt und nach Union City gebracht worden. Ich glaube, Graham war darin verwickelt. Klar, wer es glaubt. Hör zu, Fremder. Sicher verstehst du, dass das für mich ein anstrengender Tag war. Das ist alles gerade zu viel für mich. Wem sagst du das? Zeit für etwas Schadenskontrolle in den sozialen Medien. Inzwischen, da das wohl nun offiziell dein Heim ist, kannst du bleiben. Aber das ist mein Schlafzimmer. Das deins. Komm nicht auf dumme Gedanken. Verstanden. Songbird wirkte von der Nachricht aufgewühlt. Kein Wunder. Aber ich vermutete, Grahams Kontakt war der Schlüssel, um Milo zu finden. So, es speichert gerade automatisch ab. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Ihr seid echt spitze. Lasst doch dem Video einen Daumen hoch und eventuell sogar einen Kommentar da oder ein Abo, Glocke nicht vergessen. Und ich bin übrigens auch auf Twitch aktiv, ja, da mache ich ab und zu mal ein paar Livestreams. Könnt ihr mal vorbeischauen, Torque-Live auf Twitch und schon findet ihr mich. Ja, also, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Torque spielt ein Computerspiel. Okay, macht's gut, meine Freunde, tschüssi.